10 Möglichkeiten, Zahnschmerzen in einer Minute loszuwerden. Zahnschmerz ist etwas, das wir bereits alle mindestens einmal in unserem Leben erfahren mussten. Außerdem, mehr als 90% aller Erwachsenen hatten eine Form von Karies. Effektive Heilmittel gegen Zahnschmerzen müssen dich kein Vermögen kosten. Es gibt sehr günstige Behandlungsmethoden, die du ganz einfach zu Hause ausprobieren kannst. Bevor wir beginnen, nimm dir kurz Zeit, um unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigung zu aktivieren, um mit unseren Updates stets mitzuhalten. Kalte Kompresse. Als ich sagte, dass die Heilmittel mehr als günstig wären, meinte ich das auch so. Wir beginnen mit einer kalten Kompresse. Eine kalte Kompresse wirkt gegen jede Art von Schmerz. Verwende einen Eisbeutel oder leg Eis in einen Plastikbeutel und umhülle diesen mit einem dünnen Tuch. Leg es für 15 Minuten auf den schmerzenden Zahn, um die Nerven zu betäuben. Du kannst auch versuchen, es auf deine Wange über den schmerzenden Zahn zu legen. Dein Gehirn empfängt die kalten Signale durch deine Fingernerven und diese sind stärker als die Schmerzsignale. Die kalte Kompresse reduziert auch Entzündungen und Schwellungen. Wenn du die Kälte nicht magst, wie wär's dann mit einem Tee? Pfefferminztee riecht gut und hat einige betäubende Eigenschaften. Gib einen Teelöffel getrocknete Pfefferminzblätter in eine Tasse mit kochendem Wasser und lass sie 20 Minuten ziehen. Verwende die Mischung dann, um deinen Mund auszuspülen. Teebeutel tun es auch, solltest du keine getrockneten Teeblätter haben. Lass einfach einen Teebeutel wie gewohnt ziehen, abkühlen und gib ihn dann auf den pulsierenden Bereich. Beachte, dass dieses Schmerzmittel absolut sicher ist, aber nur eine vorübergehende Wirkung zeigt. Wenn es andauern soll, musst du den Prozess wiederholen, sobald der Schmerz nach ein paar Minuten zurückkommt. Wasserstoffperoxid. Wasserstoffperoxid ist ein Schmerzmittel, das bei der Bewältigung von Beschwerden hilft. Es kann nicht nur Plaque reduzieren, sondern auch Zahnfleischbluten heilen und schlechte Bakterien abtöten. Du kannst es auch als Mundwasser benutzen. Misch einfach 3% Wasserstoffperoxid mit gleichen Teilen Wasser. Schluck es nicht. Sobald du es ausgespuckt hast, spül deinen Mund mehrmals mit sauberem Wasser aus. Nelke oder Nelkenöl. Du kennst die Nelke wahrscheinlich als Gewürz. Tatsächlich eignet es sich nicht nur, um deiner Mahlzeit einen besonderen Geschmack zu verleihen, sondern ist auch ein wirkungsvolles Heilmittel. Nelke wird seit Jahren zur Behandlung von Zahnschmerzen eingesetzt, denn es umfasst Eugenol, ein natürliches Antiseptikum. In der Ayurveda und chinesischen Medizin ist es weit verbreitet und du hast keinerlei Gründe, diese zu hinterfragen, oder? Nelke wird für die Herstellung von Zahnpasta und Mundspülung verwendet und so kannst du selbst etwas herstellen. Gib eine kleine Menge gemahlene Nelke auf den Zahn oder kau ein wenig auf der ganzen Gewürznelke, um das Öl freizusetzen. Du kannst auch eine kleine Menge Nelkenöl verwenden, etwa 2 Tropfen, und es auf die betroffene Stelle geben, bis der Schmerz nachlässt. Es ist eine effektive, temporäre Lösung für zahnärztliche Notfälle. Guavenblätter. Guavenblätter wirken entzündungshemmend und antimikrobiell. Sie lindern nicht nur Zahnschmerzen, sondern auch Mundgeschwüre und geschwollenes Zahnfleisch. Kau einfach an einem oder 2 Blättern, bis der Saft auf dem betroffenen Zahn wirkt. Oder leg ein paar Guavenblätter in kochendes Wasser, lass die Flüssigkeit auf eine warme Temperatur abkühlen und gib dann eine Prise Meersalz hinzu. Verwende diese Lösung als Mundwasser. Thymian. Ein weiteres bewährtes Heilmittel, das von den alten Ägyptern selbst getestet wurde. Es ist nicht nur ein beliebtes Gewürz, sondern auch ein wirksames Medikament, das Akne behandelt und den Blutdruck senken kann. Und die antibakteriellen und antioxidativen Eigenschaften machen Thymian zu einem hervorragenden Werkzeug zur Behandlung von Zahnschmerzen. Misch einfach ein paar Tropfen ätherisches Thymianöl mit Wasser und gib es auf einen Wattebausch. Sobald das Öl verdünnt ist, kannst du den Wattebausch auf den schmerzenden Bereich geben. Alternativ kannst du auch ein Thymian-Mundwasser herstellen, indem du ein paar Tropfen des ätherischen Öls in ein kleines Glas Wasser gibst. Weiter geht's. Kannst du erraten, welches Heilmittel in der alten chinesischen und indischen Medizin weit verbreitet war und von den Avicenna selbst zur Behandlung von Zahnschmerzen verwendet wurde? Ich wette, du hast es in deiner Küche. Ich werde es dir in wenigen Minuten beantworten. Du hast also etwas Zeit, drüber nachzudenken. Weizengras. Weizengras hat antibakterielle Eigenschaften, die kurz- als aber auch langfristige Vorteile bieten und gleichzeitig Karies und Schmerzen vorbeugen. Für beste Ergebnisse kau direkt an dem Weizengras oder verwende seinen Saft als Mundwasser. Dies entfernt Giftstoffe vom Zahnfleisch, versorgt es mit wichtigen Nährstoffen und reduziert auch das Bakterienwachstum.
Wenn du es regelmäßig verwendest, erhältst du als Bonus außerdem frischen Atem. Was ist das Geheimnis von Weizengras? Sein Chlorophyll. Denn es steckt voller Aminosäuren, Vitaminen, Calcium und hunderten von Enzymen, die nur hier vorkommen. All dies macht es zu einem tollen natürlichen Heilmittel für Zahnfleischerkrankungen und andere unangenehme Leiden. Knoblauch. Es ist Zeit, das von Avicenna selbst empfohlene Mittel zu enthüllen. Manchmal ist es so einfach und herkömmlich wie Knoblauch. Hast du richtig geraten? Lass es uns wissen, indem du auf den Gefällt mir-Button klickst. Knoblauch wird für seine vielfältigen medizinischen Eigenschaften verwendet. Er tötet schädliche Bakterien und wirkt als Schmerzmittel. Die beste Verwendung liegt entweder in der Herstellung einer Paste und dem Auftragen auf die betroffene Stelle oder in langsamem Kauen. Du kannst diese natürliche Behandlung einige Tage wiederholen, bis der Schmerz verschwunden ist. Falls du wegen des Geruchs an diesem Heilmittel zweifelst, denk an seine starke Wirkung als Schmerzmittel und sieh über den Geruch hinweg. Salzwasserspülung. Deine Oma hat dir wahrscheinlich von diesem Mittel erzählt und hatte absolut recht damit. Salzwasser ist ein natürliches Desinfektionsmittel und damit auch ein einfaches und wirksames Heilmittel gegen Zahnschmerzen. Mische einfach einen halben Teelöffel Salz in ein Glas mit warmem Wasser und verwende es als Mundwasser. Es verhindert auch Schwellung und reinigt den Bereich um die Zahnschmerzen. Auch Zahnärzte empfehlen, deinen Mund mit Salzwasser zu spülen, um deine Zähne gesund zu halten. Zwiebel. Zwiebel enthält Phytochemikalien, die auf die verantwortlichen Keime abzielen und dir eine Pause von den Schmerzen gönnen. Am besten schneidest du ein Stück Zwiebel ab und kaust dieses auf der schmerzenden Seite des Mundes. So kann der Zwiebelsaft in deinen Zahn eindringen. Wenn der Schmerz zu stark zum Kauen ist, dann verwende deinen Finger und halte die Zwiebel direkt an den betroffenen Zahn. Denk daran, je stechender die Zwiebel, desto stärker der Heilungseffekt. Wenn es um die Linderung von Zahnschmerzen geht, sind süße Zwiebeln nicht so leistungsstark wie die rote oder die gelbe. Bonus: Akupressur anwenden. Falls dich der Schmerz überrascht hat und du nichts zur Hand hast, wie zum Beispiel in einem wichtigen Meeting oder während eines Staus, dann versuch Akupressur anzuwenden. Das Drücken bestimmter Punkte kann wichtige Wohlfühlhormone namens Endorphine freisetzen und dich besser fühlen lassen. Versuche einen der folgenden Punkte. Drück und halt den Punkt hinter deinem äußeren Knöchel für etwa eine Minute mit deiner Fingerspitze. Drück nicht zu stark. Drück mit dem Daumen der anderen Hand auf die Stelle zwischen Daumen und Zeigefinger des Handrückens. Tu dies mäßig für etwa 10 Minuten. Beachte bitte, dass die in diesem Video erwähnten Mittel einen vorübergehenden Effekt zeigen und deine Zahnschmerzen nicht vollständig und endgültig heilen werden. Sollten die Schmerzen zurückkommen, dann such besser einen Zahnarzt auf, um die Ursache für deine Zahnschmerzen herauszufinden und zu beseitigen. Wenn du schwanger bist, stillst oder eine Krankheit hast, die durch pflanzliche Inhaltsstoffe beeinflusst werden könnte, dann lass dich bitte von deinem Zahnarzt beraten, bevor du diese Mittel anwendest. Hast du irgendwelche persönlichen Favoriten, wenn es um Zahnweh geht? Teil's uns mit im Kommentarbereich. Wenn du dieses Video nützlich findest, gib uns ein Like und teile es mit deinen Freunden, sodass auch sie das Geheimnis erfahren. Wenn du neu bei unserem Kanal bist, dann abonniere ihn, um stets auf dem Laufenden zu bleiben. Bleib bei uns auf der Sonnenseite des Lebens.